Was geht ab, Leute? Mein Name ist Massi Samin, hier haben wir Kai Uwe und... Ich bin Franzi und wir zeigen euch heute mal, wie ihr eure Hunde zu Hause richtig kämmen könnt und was ihr unbedingt dabei beachten solltet. Boah, der ist ja süß. Hier haben wir die süße Maltipoo-Dame Frieda. Sag mal, Franzi, was ist das überhaupt eigentlich für ein Felltyp? Ja, also ein Maltipoo ist ja ein Mischling aus Pudel und Malteser. Und was haben wir gelernt? Also Felltyp einschichtig. Genau, richtig. Hat nur eine Fellschicht, das heißt keine Unterwolle. Und für diesen Felltyp empfehle ich grundsätzlich nur zwei Werkzeuge. Eine Bürste und einen Kamm. Für kleine Hunde rate ich euch, mit ihnen zu üben, erstmal auf dem Tisch zu stellen, ne? Dann weiß der Hund später, alles klar, ich stehe auf dem Tisch, Fellpflege geht los. Und eine gute Unterlage, damit die genau, nicht ausrutschen. Eine rutschfeste Unterlage. Es gibt natürlich auch Hunde, die finden das ein bisschen spooky auf dem Tisch. Da muss man sich dann Alternativen einfallen lassen, die Couch oder den Schoß zum Beispiel. Genau. Gut ist natürlich auch immer, den Hunden das Werkzeug erstmal zu zeigen. Und ich habe hier eine ganz normale Bürste, die tut auch nicht weh. Das heißt, wir fangen erstmal an. Och, am Rücken. Hier, toll. An einer etwas weniger sensiblen Stelle. Genau, super. Richtig. Sensible Stellen sind natürlich der Bauch. Ja, das ist ganz sensibel bei den Hunden. Oder hier unten zwischen den Beinen. Da haben die ganz dünne Haut auch. Genau. Also da ein bisschen vorsichtiger sein. Aber so am Rücken, hier hinten an den Beinen, da kann man schon gut bürsten. Ne? Und ich habe festgestellt, dass viele, viele Hundebesitzer zu zaghaft bürsten. Ja? Also sie sagen immer, Mensch, Franzi, wenn ich dich bürsten sehe, du gehst ja richtig ran. Ja, könnt ihr machen. Das tut wirklich nicht weh. Ne? Das heißt, man bürstet den Hund komplett einmal durch. Die sensiblen Stellen sind der Hals, da sitzt das Halsband, da verfilzen die Hunde gerne. Oder hier am Körper, wenn man ein Geschirr trägt. Unter den Achseln, ne? Genau, unter den Achseln. Das sind alles so Stellen, da sollte man drauf achten. Um hinterher zu checken, ob man alles rausgebürstet hat, kann man zum einen mit der Hand mal durchgehen. Das heißt, man fühlt, wo es kleine Knötchen gibt und kleine Filzstellen. Und so ein Kamm empfiehlt sich auch, der hat unterschiedlich breite Zahnung. Und wenn der Kamm komplett durchgeht, durchs Fell, so wie bei Frieda, dann weiß man, okay, man hat richtig gebürstet. Super. Und dann fühlt der Hund sich auch wohl in seiner Haut. Wie schön. Danke, Frieda. Dankeschön. Und der nächste Gast, bitte. So, Leute, jetzt kommen wir zu dieser wunderschönen Bearded Collie Dame Kolani. Sag mal, da geht dir doch das Herz auf bei dem Fell, oder? Ah, ein Traum. Ich liebe langhaarige Hunde. Was meinst du denn, was das für ein Felltyp ist? Ich würde jetzt mal sagen, so wie ich das jetzt von dir gelernt habe, dass das ein zweischichtiger Typ ist. Sehr gut aufgepasst. Ich bin stolz auf dich. Genau. Kolani hat zwei Fellschichten. Einmal ein langes Deckhaar, was natürlich intensiv gepflegt werden muss. Und dann hat sie auch Unterwolle, die rausgebürstet werden muss, die auch verfilzen kann. Also das ist ein schwieriges Fell. Das Problem bei diesen Langhaarrassen ist oft, die Leute schaffen sich solche Hunde an, weil sie vom Charakter her toll sind, aber vergessen die Fellpflege. Langhaarige Hunde, solche Rassen, müssen jeden Tag gebürstet werden. Mhm. Bürsten, bürsten, bürsten. Ist ganz, ganz wichtig. Okay. Und ansonsten hatten wir auch zu den verschiedenen Felltypen auch ein richtig cooles Video schon mal gemacht. Genau, da sind nochmal alle Felltypen erklärt. Und jetzt, meine liebe Kolani, fange ich einfach mal an zu bürsten. Das ist auch ein Felltyp, der grundsätzlich zwei Tools nur benötigt, eine Bürste und ein Kamm. Das Problem ist, dass viele nur oberflächlich bürsten und nicht bis auf die Haut gehen. Mhm. Ja? Das heißt, oft ist der Hund unten drunter verfilzt, das Deckhaar ist ganz toll gebürstet, aber unten drunter sammelt sich dann der Filz an. Wenn man nicht weit kommt und wenn es sehr viel Filz gibt, könnt ihr es auch vorsichtig rausschneiden. Ja? Und dann gegebenenfalls auch zu zweit machen, wenn der Hund beispielsweise richtig. Ein bisschen sensibler ist. Und vor allen Dingen fasst eure Hunde auch mal an. Geht mal mit den Händen durch. Ja? Merkt, wenn ihr Hubbel irgendwo oder Beulen fühlt, dann sind das meistens Filzplacken. Okay. Ja? Und auch zwischen den Pfoten mal wieder drauf achten. Genau, richtig. Bei Kolani ist es nämlich, dass sie zwischen den Pfoten relativ viel Fell hat. Und das ist sehr, sehr gefährlich auf Fliesen oder Parkett. Da können die Hunde sehr schnell ausrutschen. Deswegen würde ich das immer kürzen. Und vor allen Dingen, wenn sie dann durchs Laub laufen oder sonst irgendwie, können sich da kleine Steinchen oder Ästchen verfangen. Die verfilzen dann auch. Das wäre, wie wenn ihr einen Stein im Schuh hättet und sehr unangenehm beim Laufen und kann tatsächlich sehr, sehr schmerzhaft sein. Genau. Und wenn wir jetzt fertig gebürstet haben, hier sieht man zum Beispiel auch, dass sie Unterwolle hat. Ne? Die bürstet man dann auch einfach ganz locker mit raus. Ja. Hinterher geht man mit dem Kamm durch und dann merkt man auch, okay, Mensch, hier hakt es, da sitzt noch der Filz. Das heißt, da muss man sich das Fell mal näher angucken und einfach noch mal weiter bürsten. Ne? Aber hier bei Kolani ist ein tippitopp gepflegter Hund. Super. Ich bin total begeistert. Ich hätte auch gern so lange Haare. Und ganz ehrlich, Massi, an so ein Fell darf niemals eine Schermaschine ran. Das wäre eine Katastrophe und dann werde ich auch echt immer sauer. Ja, das glaube ich dir.
All das findet man aber auch in deinem Buch, habe ich gehört. Genau, richtig. Ich habe ein Buch geschrieben, wo alle Felltypen erklärt sind, welche Tools man benutzt, auch die Mythen, Do's and Don'ts. Ja, schaut einfach mal rein. Ein interessantes Buch. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Leider muss ich euch sagen, dass das jetzt die letzte Folge der ersten Staffel rund um den Hund war. Tausend Dank euch, dass ihr so fleißig zugeguckt habt. Tausend Dank dir, dass du uns so coole Tipps gegeben hast. Sehr gerne. Und auch dir vielen Dank, dass du so geduldig warst, Mäuschen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt oder Ideen, was wir vielleicht in der nächsten Staffel ansprechen, schreibt uns doch einfach unten in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Also Masu, Masu Pilami. Masi. Kumpel, du siehst fantastisch aus. Für Leute, die kein... Hunde schwitzen nicht. Ja. Wenn sie es hat. Hunde schwitzen nicht. Da, 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 da. Weltenbrück. Das war es auch schon für heute mit Rund um den Hund. Und ob ihr euren Hund mit ins Büro dürft, nehmen dürft. Geh nochmal zurück, Mensch. Geh da zurück. Tschüss. Mein Name ist Klaus Kleber. Danke, Gundula.